Ja, vielen Dank für das sehr schöne Lied, das das Ganze einfach auch sehr gut zusammenfasst. Ja, das Kommen auf diese Welt von Jesus, das Sterben am Kreuz und das Auferstehen. Danke auch für die vielen Beiträge oder für die guten Beiträge, die wir hatten. Eigentlich auch passend zu dem Thema heute. Aber zu Beginn, Kinder, möchte ich mit einer etwas ungewöhnlichen Frage starten, mit einer technischen Frage. Und zwar möchte ich von euch wissen, was ist ein Auto? Jetzt denkt ihr, ja, irgendwie das Thema verfehlt, wir haben Weihnachten und der spricht vom Auto. Aber wer von euch kann mir sagen, was ist ein Auto? Ein Fahrzeug, ja. Noch eine Antwort oder noch eine Ergänzung? Mädels dürfen natürlich auch. Ihr wisst auch, was ein Auto ist. Traut sich noch jemand? Okay. Ich gebe euch mal eine Erklärung. Ein Auto ist ein Fahrzeug, welches meistens vier Räder hat und mit Hilfe eines Motors die Menschen von Ort zu Ort bringt. Die allermeisten Erwachsenen von uns, ja, oder unter uns heute, besitzen einen Führerschein. Und mit diesem Führerschein haben wir die Möglichkeit, ein Auto zu fahren, welches meist vier Räder hat, wie wir gerade gelesen haben, und können einfach so von Ort zu Ort unterwegs sein. Und wir haben uns, glaube ich, alle daran gewöhnt, ein Auto zu haben, oder? Für euch Kinder ist es auch Normalität, dass eure Eltern ein oder vielleicht auch zwei Autos haben. Und stellen wir uns jetzt einfach mal kurz vor, es gäbe keine Autos. Wie stark wären wir in unserem Alltag eingeschränkt? Kinder, stellt euch vor, ihr müsstet mit einer Pferdekutsche oder einem süßen kleinen Esel in die Schule fahren, mit der Kutsche oder reiten. Ich glaube, für einige Mädels, also ich glaube für meine älteste Tochter zumindest, wäre das wahrscheinlich ein Lebenstraum, aber auf Dauer auch ziemlich mühsam und zeitaufwendig. Das Pferd muss ja auch irgendwo abgestellt werden und versorgt und gepflegt. Und dass Autos erfunden worden, ist ja etwas Geniales, oder? Es ermöglicht uns wirklich unfassbar viele Freiheiten, Flexibilität. Ja, wir kommen schnell von A nach B und spart jede Menge Zeit. Und wir gewöhnen uns sehr schnell an Dinge oder Umstände in unserem Leben und nehmen diese als normal, als selbstverständlich an. Genauso wie wir ein Leben ohne Auto, ja, uns einfach nicht vorstellen können, ist es für uns auch absolut normal geworden, dass wir im Dezember Weihnachten feiern. Wir haben gerade gehört von Richie, wie in Tschechien Weihnachten gefeiert wird. Wir wissen, wie es hier gefeiert wird. Es ist für uns normal, Normalität. Wir kommen hier jedes Jahr zusammen, um das Kommen Jesu auf diese Welt zu feiern. Und die einfach so zur Weihnachtszeit dazugehörende stressige Adventszeit, ja, wir reden immer davon, wir wollen weniger Stress haben, aber irgendwie das gehört dazu, oder? Man kommt irgendwann so in dieses Rad hinein, fängt an zu drehen, ja, man hängt dann die schönen Lichterketten auf, für die Kinder der Adventskalender, der bunte Tannenbaum, die ganzen Vorbereitungen für die Feiern, der Schnee, wenn er denn mal fällt, und die ganzen Geschenke, ja, das gehört dazu. Und es ist schon eine besondere Jahreszeit, vollgepackt mit Traditionen, schönen Erinnerungen. Und die Vorfreude natürlich. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich durfte dieses gestern schießen. Unser Sohn Niklas, der schlich seit Tagen um den Tannenbaum drunter und drumherum und war voller Erwartung, welches der Geschenke denn doch für ihn wäre. Und ja, er hatte doch so die Hoffnung, dass das große Geschenk doch auch was für ihn wäre. Und einfach so diese Vorfreude, die einfach, man merkte einfach, wie es immer stärker wurde. Und ich habe ihn dann gefragt, er hing dann wieder so übers Sofa, darf ich ein Foto machen? Er wollte es nicht, aber ich komm, bitte. Und hat dann doch erlaubt. Ja, und ich möchte euch angesichts der vielen Gedanken, ja, vielleicht sind doch bei einigen Hausfrauen schon so diese Gedanken an den Braten im Ofen, ich muss gleich noch alles vorbereiten, ich möchte es auch nicht zu lange machen heute, aber ich möchte trotzdem über eine Frage nachdenken mit euch gemeinsam. Und die Frage lautet, welche Auswirkungen hätte es, wenn es kein Weihnachten gäbe?
Welche Auswirkungen hätte es, wenn Jesus nicht in Bethlehem geboren wäre? Und stellt euch mal vor, wie die Welt heute wäre, wenn es die Geburt Jesu nicht gegeben hätte. Also es soll heute nicht darum gehen, ob wir Weihnachten feiern oder nicht, wie wir gerade gehört haben, sondern einfach so der Ursprung von Weihnachten, wenn es den nicht gegeben hätte. Und ich möchte uns dazu vier Auswirkungen einfach neu in Erinnerung rufen. Und die erste Auswirkung lautet, wenn es kein Weihnachten gäbe, dann wären die Prophezeiungen der Bibel unerfüllt geblieben. Wir finden im Alten Testament viele Prophezeiungen über den kommenden Messias. Ja, bemerkenswert ist ja auch, dass das Alte Testament, und da ein Dank an Jochen, ich habe ihn da auch nochmal gefragt, dass das Alte Testament 1500 bis 400 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben wurde. Und Jesus hat jede einzelne Prophezeiung, die ja von verschiedenen Männern geschrieben und auch getätigt wurden, erfüllt. Und schauen wir uns jetzt einfach mal beispielhaft drei Vorhersagen an. Fangen an mit dem Geburtsort Jesu. Dazu möchte ich die Stelle lesen aus Micha 5, Vers 1. Und da steht, und du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Die Geschichte von Weihnachten beginnt nicht in Bethlehem. Ja, das haben wir gestern auch schon gehört von Willi. Sie beginnt etwa 3500 Kilometer. Ich habe es in Google Maps einfach mal eingegeben. Die Entfernung von Bethlehem bis nach Rom. Mit Flugzeug geht es natürlich schneller und ist auch kürzer. Aber in Rom war das Zentrum der damaligen Weltmacht. Und die Weihnachtsgeschichte, sie startet mit dem Mann, welcher der Kaiser vom damaligen Römischen Reich ist. Er ist unter dem Namen Kaiser Augustus bekannt und das ist sein Titel. Sein richtiger Name war oder ist Gaius Octavius. Und er war der mächtigste Mann der damaligen Zeit. Dieser Mann Augustus oder Kaiser Augustus hatte ein Problem, ja, das viele Herrscher oder Könige der heutigen Zeit auch noch haben. Ja, seiner Meinung nach waren die Steuereinnahmen zu gering und er wollte einfach mal herausfinden, wie viele Menschen wohnen denn in meinem Reich und zahlen sie auch wirklich brav ihre Steuern. Und er kam auf die tolle Idee, eine Volkszählung durchzuführen. Dann, wer jetzt von uns meint, so eine Volkszählung, das ist ja irgendwie veraltet, den möchte ich einfach nur an die Volkszählung in unserer Zeit heute erinnern, die wir in diesem Jahr auch durchgeführt haben. Ich denke, die meisten kennen dieses Symbol, den Zensus. Da waren wir auch gefragt, dieses Jahr einzutragen, wie viele Personen leben im Haushalt, wie groß und so weiter. Ja, das gibt es auch heute noch. Glücklicherweise müssen wir nicht irgendwo in unsere Geburtsstadt fahren, fliegen, um uns da irgendwo zu registrieren. Ja, wir konnten das alles schön online am Computer machen und es war sehr komfortabel. Aber ganz anders damals. Jeder Einwohner im Römischen Reich musste ja in seine Geburtsstadt gehen und sich dort zu registrieren. Und diesem Kaiser Augustus war nicht bewusst, dass er, ohne es zu wissen, einfach zum Werkzeug Gottes wurde. Ja, mit seiner Unterschrift unter diesem Gesetz, dass jeder sich zählen lassen sollte, verursachte er, dass ein Ehepaar, Kinder, welches Ehepaar war das? Philipp? Maria und Josef, genau, sich auf diesen weiten Weg von Nazareth, ja, 160 Kilometer entfernt, nach Bethlehem aufmachen mussten, um sich dort in der Geburtsstadt von Josef zu registrieren. Und mit diesem Befehl setzte Kaiser Augustus die Erfüllung einer 700 Jahre zuvor ausgesprochenen, ja, im Alten Testament, alttestamentlichen Prophezeiung in Gang, wie wir es ja eben in Micha gelesen haben. Bethlehem war eine kleine Stadt, ja, aber Gott kannte diese Stadt und hatte sie dazu auserwählt, die Geburtsstadt seines Sohnes zu sein. Schauen wir uns noch eine oder zwei Stellen an aus Jesaja 35, Vers 5 und Jesaja 42, Vers 18.
das sind 600 Jahre vor Jesu Geburt etwa, gesagt worden, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Hört, ihr Tauben, und schaut, ihr Blinden, dass ihr seht. Ja, auch da wird schon wieder 600 Jahre zuvor Jesus als ein Heiler einfach schon angekündigt. Ja, und wir wissen, es waren noch viel mehr Wunder, die Jesus getan hat, wo er Menschen, auch Tote, auferweckt hat. Und da wird schon wieder im Vorfeld, also 600 Jahre zuvor, angekündigt. Jetzt kommen wir zur letzten, einmal zur Hinrichtung von Jesu, einmal im Psalm. Ja, das hat David schon von etwa 1000 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben. Psalm 22, Vers 17. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Zacharia 12, Vers 10, etwa 520 Jahre vor Christus, ich lese nur den unterstrichenen Teil, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Also wir sehen hier schon wieder so Andeutungen auf die Art und Weise, ja, wie Jesus hingerichtet wird, oder wird irgendwann hingerichtet werden. Und auch da wieder, ja, bevor es ein römisches Reich gab, bevor die Römer überhaupt die Kreuzigung erfunden haben, gibt es da schon wieder Andeutungen, ja, auch schon wieder viele, viele Jahre zuvor. Und es gibt viele Prophezeiungen, es waren jetzt nur drei im Alten Testament. Und wie gesagt, es gibt auch bei den verschiedenen Bibelauslegern leicht unterschiedliche Angaben, wie viele Prophezeiungen auf Jesus es tatsächlich gibt. Aber die Tatsache ist, dass es sehr viele gibt. Peter Stoner, ein amerikanischer Mathematikprofessor, hat in seinem Buch Science Speaks berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person wie Jesus zufällig nur 8 der vielen Prophezeiungen, die wir im Alten Testament finden, ja, komplett vollständig erfüllt. Und was schätzt ihr, aber auch die Frage an die Erwachsenen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 8 Prophezeiungen in einem Zeitraum von 1500 bis 400 Jahren vollständig erfüllt? Was meint ihr? Gibt es da so Schätzungen? Also 1 zu 36 Milliarden. Okay, noch jemand? Also nur 8. Ja? Es gibt natürlich mehr. Okay, ich helfe euch. Also Peter Stoner kommt auf eine Zahl von 1 zu 10 hoch 17. Ja, das ist eine, für die Kinder eine 1 mit 17 Nullen dahinter. Und das sind 100 Milliarden. Ja, also 1 zu 100 Milliarden. Also eine Chance in dieser großen Zahl, dass Jesus 8 Prophezeiungen erfüllt haben könnte. Nun, ich denke, es ist für die meisten von uns schwer, das zu begreifen. Ja, so eine große Zahl, was kann man sich darunter vorstellen? Und ich möchte euch hier eine Illustration aufführen, die uns helfen wird, einfach zu verstehen, was eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17 ist. Und damit wir uns das besser vorstellen können, habe ich dieses Beispiel von ihm einfach auf Deutschland umgerechnet. Wir sehen hier, also auf dem Bildschirm etwas schwer zu sehen, aber ich denke mal, hier sieht man es besser, einfach eine Karte von Deutschland. Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir füllen ganz Deutschland, Kinder, hört genau zu, ganz Deutschland mit 1-Euro-Münzen auf. Ja, wir nehmen das ganze Land und füllen da 1-Euro-Münzen auf. Und nicht einfach nur so ein bisschen, sondern 1,20 Meter. Ja? 1,20 Meter hoch wird unser ganzes Land mit 1-Euro-Münzen gefüllt. Und ich nehme jetzt diesen Euro, also ich nehme 1 Euro raus und mache mit einem Edding ein schwarzes X auf diesem Euro. Und dann nehme ich diesen Euro, den ich markiert habe, und werfe in diese große Menge rein und schüttel das ganze Land Deutschland mal so richtig schön durch, mixe, und dass dieser eine Euro mit diesem X drauf schön irgendwo verschwindet. Und wer von euch würde jetzt mit mir gemeinsam eine Wandertour durch Deutschland machen wollen? Durch ein Meer von Euromünzen. 1,20 Meter. Also ihr müsst schon mindestens 1,20 Meter groß sein, ansonsten würdet ihr
da drin versinken, ja, in diesen Euro. Also, jemand freiwillig? Lennart. Bist du 1,20 Meter? Okay. Ja, egal, ich nehme dich trotzdem mit. Also, wir gehen jetzt zusammen los und wir starten hier in Waldbröl. Ja, ich habe das da mal markiert. Und dann gehen wir bis nach Dresden zusammen. Ja, sehr mühselig, anstrengend. Dann gehen wir runter nach München und anschließend den weiten Weg bis nach Kiel hoch. Und wir warten jetzt durch diesen Haufen voller Münzen und dann an einem zufälligen Punkt sage ich, Lennart, stopp, halt an, jetzt greif mal in die Menge rein dieser Münzen und nimm mir eine Münze raus. Was macht der Lennart dann? Man hebt eine Münze auf und die Wahrscheinlichkeit, ja, dass er wirklich diese eine Münze mit dem X rausholen würde, wäre 1 zu 10 hoch 17. Ja, also ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn wir uns einfach mal vorstellen, unser ganzes Land wäre voller Euromünzen. Ja. Ja, das ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, mit der Jesus zufällig 8 dieser Prophezeiungen erfüllt hat. Und Peter Stoner führt weiter aus, was die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann 48 dieser Prophezeiungen erfüllt, 1 zu 10 hoch 157. Also ich wüsste gar nicht mehr, wie so eine Zahl heißt. Ja, das ist wahrscheinlich Mathematiker unter uns, die das besser können. Und wenn wir jetzt weitergehen, und Peter Stauner hat in seinem Buch gesagt, also er hat so herausgefunden, dass es 200 Prophezeiungen gibt. Wie gesagt, ich will das gar nicht so als festgelegte Zahl nehmen. Aber nehmen wir mal an, dass 200 Prophezeiungen gleichzeitig erfüllt werden. Und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit? Ja, die ist null, also gar nicht. Es gibt's einfach nicht. Ja, es ist wirklich unwahrscheinlich. Und wir sehen einfach daran, das war kein Zufall. Ja, dass der Plan, es war der Plan Gottes, durch den Jesus in diese Welt gekommen ist. Und wenn es Jesus nicht gegeben hätte, wären alle die Prophezeiungen im Alten Testament unerfüllt geblieben. Jetzt sitzt vielleicht jemand hier und sagt sich, schön zu wissen, hört sich alles gut an. Was habe ich davon? Ja, was bedeutet es für mich, dass Jesus alle diese Prophezeiungen erfüllt hat? Und da kommen wir zur zweiten Aussage oder zur Auswirkung. Wenn es kein Weihnachten gäbe, dann gäbe es heute keine Bezahlung für unsere Sünden. Ja, wenn es keinen Jesus gäbe, der in Bethlehem geboren wurde, dann gäbe es heute keine Bezahlung für unsere Sünden. Wir Menschen werden ja beim Thema Weihnachten häufig, ja, ich würde es mal so behaupten, aus den falschen Gründen emotional. Ja, es ist das Fest der Liebe, des Friedens und der Hoffnung, so wird es zumindest behauptet, wenn wir einfach mal so in den Medien, im Radio mit den Kollegen reden. Ja, wir wünschen uns alle innere Ruhe, Besinnlichkeit. Wir singen alle Jahre wieder, kommt das Christuskind auf die Erde nieder. Wir sehen überall die Stallszene, ja, mit der Krippe, mit Josef, Maria und dem Jesuskind in der Krippe. Genau, weiß einer, wo ich das Bild gemacht habe? Wer weiß es? Emily? Ja, genau, hier vorne über die Straße. Könnt ihr nachher mal vorbeigehen mit euren Eltern. Und wir freuen uns an den Geschenken, ja, werden so leicht sentimental, denken so an den Zauber von Weihnachten und stehen in der Gefahr, den eigentlichen Sinn von Weihnachten zu verpassen, wie wir es ja auch schon in der Geschichte von Lotti vorhin gehört haben. Ja, liebe Zuhörer, ja, einfach für uns alle, der Zauber von Weihnachten besteht nicht darin, dass ein Baby geboren wurde. Viele Babys werden geboren und viele Babys wurden sehr wahrscheinlich in dieser Nacht in Bethlehem geboren. Der Zauber von Weihnachten ist, dass dieses Baby, ich habe es einfach mal versucht größer zu machen, anders war. Ja, es war der Sohn Gottes, der imstande war, für uns das zu tun, was sonst niemand tun konnte. Nämlich unsere Sünden wegzunehmen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Und das größte Problem unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Zeit, ist nicht der Klimawandel, die Zerstörung der Umwelt, auch nicht die Armut, nicht der Terrorismus, schon gar nicht Corona und auch nicht der Krieg in der Ukraine. Ja, unser größtes Problem ist die Sünde. Und wir benötigen am allermeisten die Vergebung unserer Sünden. Und deshalb, ja, und auch allein deshalb hat Gott uns einen Retter gesandt.
Deshalb haben die Engel den Hirten gesagt, euch ist heute in der Stadt David ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und die Bibel sagt, dass wir alle ohne Ausnahme Sünder sind. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Ja, wir haben alle gesündigt, sagt die Bibel, und sind nicht der Herrlichkeit Gottes gerecht geworden. Die manchen haben vielleicht ein bisschen mehr gesündigt als die anderen, aber das macht nichts, wir sind alle Sünder. Ja, und jemand muss für unsere Sünden bezahlen. Römer 6, 23. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns Gottes Wort. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und aus diesem Grund kann niemand unsere Sünden, oder kann Gott einfach unsere Sünden nicht übersehen. Ja, er kann nicht einfach sagen, hier, es macht nichts. Ja, wie wir vielleicht mal häufig zu unseren Kindern sagen, ja, ist nicht so schlimm, passt schon, ja, ich sehe darüber hinweg. Gott hasst die Sünde und die Sünde hat den Tod verdient. In vielen Ländern dieser Welt, auch in Deutschland, gibt es sogenannte Schuldenuhren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das sind so Uhren, die einfach die Staatsverschuldung so im Live-Ticker einfach zeigen. Ja, es gibt es in New York, es gibt es in Berlin. Und diese deutsche Schuldenuhr findet man in Berlin. Und ich versuche die, oder der Tommy versucht die gleich mal, also den Livestream von dieser Uhr einfach mal anzubeamen, dass wir einfach mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ja, man findet diese Uhr live im Internet oder ihr fahrt mal nach Berlin und schaut euch das an. So, genau, das ist eine Website und da seht ihr diese, schaut einfach nur auf die Uhr, nicht auf drumherum, ja, es ist einfach nur eine Website. Und da sehen wir einfach, wie die Schulden immer größer werden. Man sieht die Verschuldung pro Kopf, die liegt momentan bei 29.900 Euro. Und pro Sekunde gibt es eine Veränderung von 11.240 Euro. Ja? Und diese Schuldenuhr, ich will heute nicht über Staatsverschuldung und so weiter reden, es geht mir einfach nur darum, diese Uhr, die steigt Sekunde für Sekunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Ja? Und das sind Billionen von Euro. In Amerika sieht das Ganze noch schlimmer aus. Also sind wir noch gut dabei in Deutschland. Und wir sehen jetzt live, ja, wie diese deutsche Staatsverschuldung steigt. Und wusstet ihr, auch für euch Kinder, dass wir alle eine Uhr haben, ja, eine innere Sündenuhr haben, die unsere Sünden registriert. Genauso wie hier. Jeder falsche Gedanke, jede falsche Einstellung, jeder schlechte Gedanke, alles, was wir einfach entgegengesetzt der Bibel, ja, wie Gottes Wort es von uns möchte, tun, steigt unsere Sündenuhr immer weiter. Sie dreht sich und dreht sich und unsere Schuld gegenüber Gott wächst und wächst und wächst. Und wenn wir mit dieser Schuld sterben, werden wir die Ewigkeit damit verbringen, die Sündenschuld in der Hölle zu begleichen. Ja, das muss doch vielleicht auch mal hier an dieser Stelle auch so sagen, ganz klar, es ist gleichzeitig die ewige Trennung von Gott. Und es gibt nichts, womit wir unsere Sünden irgendwie schönreden könnten, irgendwie begleichen könnten. Aber genau hier kommt Weihnachten ins Spiel und es ist einfach die wundervollste und beste Nachricht. Ja, Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu bezahlen. Er ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat. Und als er am Kreuz starb, nahm er auf unerklärliche Weise die Strafe von Gott auf sich. Ja, und eine Strafe, die wir verdient haben. Und deshalb waren ja auch die letzten Worte von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Ja, er hat es auf sich genommen. Er hat vollständig bezahlt. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die wir im Leben treffen. Ist die, ja, und einfach die Frage, die wir uns einfach jeder Mensch sich stellen muss, wer wird für deine Sünden bezahlen? Wenn du versuchst, ja, ich bin einfach mal persönlich, wenn du versuchst, jetzt deine Sündenschuld selbst zu bezahlen, indem du Gutes tust, vielleicht viel spendest, einfach versuchst, moralisch guter Mensch zu sein, dann wirst du es nicht schaffen, deine Sündenschuld zu bezahlen und zu begleichen. Du wirst die ganze Ewigkeit in der Hölle damit zubringen,
sie abzuarbeiten und das wird dir doch niemals gelingen. Die andere Möglichkeit ist, ja, auch hier wieder zwei Wege, dass du Jesus erlaubst, die Schuld zu bezahlen. Und in vielen Ländern gibt es einfach so eine Praktik, in Deutschland habe ich es auch nachgelesen, dass der Bundespräsident oder in den USA ist es der Präsident, die Möglichkeit hat, einen Gefangenen zu begnadigen. Ja, einen, der vielleicht noch viele, viele Jahre im Gefängnis sitzen müsste. Und er hat die Möglichkeit, der Präsident sagt hier, deine Schuld erlasse ich dir, du kannst frei werden, ja, du kannst frei kommen. Und was muss dieser Gefangene tun? Ja, also wenn er sagt, ja, ich möchte eigentlich nicht, mir geht es hier so gut, hier ist es warm, hier kriege ich genug zu essen, ich bleibe noch ein bisschen hier, dann kann der Präsident noch so viel sagen und sagen, hier, du bist frei, wenn ich das nicht annehme als Gefangener, dann wird mir das nichts nützen. Ja, und so ist es auch hier, wir müssen die Vergebung, die Jesus uns anbietet, die müssen wir annehmen, damit sie wirksam wird. Und die Tatsache, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, um deine, um meine Sündenschuld zu begleichen, bedeutet nichts, wenn du die Vergebung deiner Sünden, die Jesus einfach jedem heute anbietet, nicht annimmst. Wie kann ich denn die Vergebung annehmen? Ja, vielleicht hat es jemand noch nicht gehört. Ich denke mal, die meisten haben es gehört, ich habe es aber trotzdem nochmal mit reingenommen. Wie kann ich die Vergebung annehmen? Und Jesus erklärt das so schön in Johannes 3,16. Denn Gott hat der Welt der Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. An Jesus zu glauben, ja, bedeutet nicht, aber so rein gefühlsmäßig, intellektuell an Jesus zu glauben. Nein, es bedeutet, ihm zu vertrauen und sich auf ihn für die Vergebung der Sünden zu verlassen. Und es muss einfach in jedem Leben eines Menschen einen Zeitpunkt geben, ja, in dem wir vor Gott knien und sagen, Gott, ich weiß, dass ich versagt habe. Gott, ich weiß, dass ich gesündigt habe. Und ich weiß auch, dass ich dadurch von dir getrennt bin. Und ich glaube aber, dass du Jesus gesandt hast, um für mich zu sterben und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Ja, ich vertraue auf das, was Jesus für mich getan hat und ich vertraue nicht auf meine guten Taten, sondern auf das, was Jesus für mich getan hat, um mich von meinen Sünden zu erlösen. Und in dem Moment, wenn wir das tun, dann wirklich von Herzen daran glauben, sagt die Bibel, dass unsere Sünden vergeben sind und Gott sie vergessen hat. Ist das nicht eine gute Nachricht heute an Weihnachten? Ja, das ist die Botschaft, das ist die eigentliche Botschaft an Weihnachten. Christus ist gekommen, um für uns zu tun, was wir nicht selbst tun können. Und wer von euch, ja auch von euch Kindern, wer das noch nicht getan hat heute, ja auch hier bietet Jesus heute ein exklusives, das beste Geschenk. Da kommt kein Bruderfahrzeug oder Computer, wie auch immer, da kommt nichts gegen dieses Geschenk von Jesus, der euch heute einfach dieses Geschenk entgegenstreckt und sagt, hier, ich möchte dir deine Sünden vergeben, ich möchte, dass du mein Kind wirst. Und der Grund, warum Gott kam und menschliche Gestalt annahm, war nicht allein der, um Prophezeiungen zu erfüllen und nicht nur, um unsere Sünden zu bezahlen. Er wollte auch, da kommen wir zum dritten Grund oder zur dritten Auswirkung, er wollte, dass wir jemanden im Himmel haben, der uns versteht. Und wenn es kein Weihnachten gäbe, gäbe es niemanden im Himmel, der meine Probleme versteht. Hebräer 2, 17 bis 18 möchte ich gerne lesen. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ja, ist es nicht tröstend? Ja, ich denke da auch gerade an die vielen Geschwister, die auch gleich krank sind, die auch an euch Geschwister Engelbert, die ihr einfach lange Zeit nicht mehr hier wart. Und ja, es ist einfach so schwierig, ja, stelle ich mir das vor. Und ist es nicht tröstend, dass wir alle einen Gott haben, der nicht
von irgendwo weit entfernt auf uns herabblickt und uns Menschen hier mehr oder weniger sich selbst überlässt. Ja, welche andere Religion kann von sich behaupten, dass Gott Mensch wurde? Ja, Gott wurde in Jesus Mensch, weil er uns liebte, als wir noch Sünder waren. Und Jesus, als er auf dieser Erde war, hat erlebt, was es bedeutet, Hunger und Durst zu haben. Ja, er wurde aufs Härteste versucht. Er wurde ausgelacht, beleidigt, verspottet, verraten, verspürte die schlimmsten Schmerzen bei seiner Hinrichtung. Und ja, er musste sogar sterben. Und Jesus verlangt von uns nichts, was er nicht auch von sich selbst verlangt und auch durchgemacht hat. Und er ist wirklich durch das größte menschliche Elend gegangen. Ja, und wir dürfen uns einfach wirklich auch daran klammern. Und er führt uns in keine Umstände oder Nöte, aus denen er uns nicht wieder herausholen könnte. Und ich möchte einfach da wirklich ganz gezielt die Kranken, die einfach mit anderen wirklich Problemen mit sich herumschleppen, einfach nochmal ermutigen, ja, und zu sagen, du bist nicht allein mit deinen Problemen. Weihnachten möchte dir in Erinnerung rufen, dass es jemanden gibt, der dich versteht, dass es jemanden gibt, der dir helfen möchte. Es gibt im Himmel jemanden, mit dem du sprechen kannst, einen Freund, der dich versteht. Und da sind auch die Verse aus Hebräer 4, 15 und 16 wirklich passend. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genauso wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Einfach als Ermutigung für uns alle. Ja, ich denke, das können wir, oder wir sind, oder wir werden in eine Situation kommen, wo wir uns auf diese Verse werden stützen dürfen. Und da möchte ich einfach nochmal dran erinnern. Kommen wir jetzt zur letzten Auswirkung. Wenn es kein Weihnachten gäbe, gäbe es keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und wir finden auch da wieder im Alten Testament von Hiob bereits diese Frage, die er stellte, ja, vor 4000 Jahren, diese wichtigste und auch tiefgründigste Frage der menschlichen Existenz, des menschlichen Lebens. Hiob 14, Vers 14. Meinst du, ein Mensch wird wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Dann könnte ich trotz meiner Qualen auf bessere Zeiten hoffen, wie ein Zwangsarbeiter, der die Tage bis zu seiner Entlassung zählt. Also im Grunde genommen fragt der Hiob ja hier, wenn ein Mensch stirbt, wird er dann wieder leben? Wer von uns ist heute der Meinung, da bitte ich einfach mal um Handzeichen, dass das eine überaus wichtige Frage ist, die sich ein Mensch stellt oder auch stellen sollte? Danke, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Also diese Frage, die ist super wichtig, ja. Wenn ich das allerletzte Mal hier auf der Erde die Augen schließe, war es das dann? Werde ich einfach ins Nichts gehen, ohne zu wissen, dass ich jemals existiert habe? Gibt es ein Leben? Gibt es Hoffnung nach dem Tod? Die Geburt, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi beantworten diese Frage. Es gibt ein Leben nach dem Tod, wie die Bibel in 1. Korinther 15, 21 und 22 sagt, der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Wenn es kein Weihnachten gäbe, wenn Christus nicht gekommen wäre, gäbe es niemanden, der für unsere Sünden hätte bezahlen können und den Tod ein für alle Mal besiegen können. Ohne Weihnachten gäbe es kein Ostern. Ohne die Krippe in Bethlehem gäbe es kein leeres Grab in Jerusalem. Und es ist eine Tatsache, Christus ist gekommen und hat den Tod besiegt. Und er hat denen, die ihm vertrauen und an ihn glauben, versprochen, dass sie eines Tages auch den Tod besiegen werden.
Für einige, ja, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass Weihnachten gerade auch dieses Jahr irgendwie so eine bittersüße Zeit ist. Besonders für diejenigen, die in diesem Jahr einfach einen geliebten Menschen durch den Tod verloren haben. Ich musste da besonders an euch, Florian und Nathalie, denken. Ja, ihr habt eure Freundin Ella verloren in diesem Jahr. Vielleicht gibt es den einen oder anderen aus einem bekannten Freundeskreis, ja, denen es genauso geht. In solchen Momenten sind wir wirklich dankbar, ja, dass wir mit diesen Menschen einfach ein Stück weit unterwegs sein durften. Wir haben Zeit mit ihnen verbracht, aber da ist wirklich ein Loch in unserem Herzen. Und gerade jetzt zu Weihnachten, ja, wo Familien sich treffen, da ist eine Leere, ja, da fehlt etwas, jemand fehlt. Und ich möchte uns auch da einfach ermutigen, ja, und auch da wieder trösten. Wenn wir uns die Frage stellen, werden wir diesen geliebten Menschen wiedersehen, ja oder nein? Ja? Oder war das alles? Weihnachten beantwortet auch diese Frage. Und das sagt Jesus in 11,25, Johannes 11,25. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und es gibt eine Hoffnung, die auf diejenigen wartet, die Jesus als Erlöser kennen. Jesus kam vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem auf diese Welt. Und wir haben eine Bibel voller Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Ja, wer sucht einfach danach. Es gibt auch gute Gegenüberstellungen im Internet oder in Kommentaren. Wir haben einen Erlöser, der ein für alle Mal für unsere Sünden bezahlt hat. Wir haben einen Freund im Himmel, der uns versteht. Und vor allem haben wir eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Ja, und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das dürfen wir, daran dürfen wir glauben. Daran dürfen wir uns wirklich erfreuen und uns trösten. Und auch jetzt im Gebet dafür danken. Dazu bitte ich euch aufzustehen. Amen.